Ich freue mich sehr, dass das Thema auf so ein Interesse gestoßen ist. Ich will so ein bisschen mit Ihnen darüber reden, was machen denn die Trends mit den Menschen oder Das passt umgekehrt, was heute nur machen die sicher. Menschen mit den Trends, sodass wir da einfach ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Ich habe was vorbereitet. Ich freue mich aber auch, wenn Sie sich zwischendrin bemerkbar machen mit den Gesten. Es gibt ein paar Situationen, wo ich Sie auch bitten werde, was zu tun, interaktiv mit einzugreifen, sodass es nicht nur ein Vortrag von mir wird, sondern wirklich auch ein kleiner Workshop miteinander. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen ein paar Sätze zu erzählen über das Thema gesellschaftlicher Wandel. Also was passiert denn auf dieser Welt, dass überhaupt Trends entstehen? Ich will Sie dann vertraut machen mit der Idee der soziokulturellen Basistrends. Schwieriges Wort. Soll aber zeigen, dass eben das eine ist, was wir kennen, sind die technischen Trends. Aber das andere, was wir vielleicht nicht so gut kennen, ist die Frage, wie gehen die Menschen unterschiedlich damit um? Und als letztes würde ich mit Ihnen ein bisschen drauf schauen, was wir für eine neue Mitte und in Anführungszeichen neue Elite für unsere Gesellschaft bekommen. Und wie gesagt, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, einfach melden. Frau Badewitz, ich habe es dann hoffentlich im Blick und können Sie dann auch gerne dazwischen nehmen. Ich selber komme vom Sinus-Institut. Wir sind ein Forschungsinstitut. Wir sitzen in Heidelberg und Berlin. Und das Motto unserer Gründer war, nur versteht, was Menschen bewegt, kann sie auch bewegen. Und da drin sitzt quasi schon die Idee von Sozialforschung. Also ein bisschen verstehen, was haben die Menschen für Werte, für Vorstellungen, für Zukunftsideen, damit man dann mit den Menschen auch gut zusammenarbeiten kann. Und ich selber leite beim Sinus-Institut die Sinus-Akademie. Das ist der Weiterbildungsträger des Instituts. Das sehen Sie hier oben stehen, wo mein Pfeil gerade hinzeigt. Wir versuchen, Sozialforschung verständlich zu erklären. Ich hoffe, das gelingt mir auch heute Nachmittag. Wenn man über das Thema Trends redet, muss man ehrlicherweise erstmal einmal sagen, dass das gar nicht so einfach ist mit den Voraussagen. Ich habe Ihnen mal drei richtig falsche Voraussagen mitgebracht. Es war ein britischer Physiker, so um 1850 drumherum, der tief überzeugt war, Maschinen, die schwerer als Luft sind, können niemals fliegen. Dass er damit nicht so richtig gelegen hat, das können Sie heute täglich am Himmel nachvollziehen. Und auch Kaiser Wilhelm war nicht der beste Zukunftsforscher. Er sagte nämlich, ich glaube an das Pferd, das Auto ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Auch damit hat er, glaube ich, zumindest mal für die letzten 100 Jahre nicht recht gehabt. Vielleicht wird es in der Zukunft anders werden, aber ob es dann wieder das Pferd sein wird, wissen wir noch nicht so genau. Und es gab auch mal einen Direktor der Filmgesellschaft Fox, 20th Century Fox, die fürs Kino ganz groß sind. Und als das Fernsehen aufkam, sagte er, der Fernseher wird sich nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. Und an diesen drei schönen Zitaten sehen Sie schon, wenn ich mich jetzt traue, über Zukunft zu reden, dann ist das immer ein bisschen gewagt, weil man kann da auch mal ziemlich daneben liegen. Und ich will noch eine zweite Vorbemerkung machen zum Thema Trends, weil auch das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Nicht alles, was wir glauben, das sei jetzt ganz neu und hip, ist wirklich so neu und hip. Wenn Sie heute ins Internet gucken, dann finden Sie ganz viele Möglichkeiten, Musik mit Freunden zu tauschen und vor allem noch viel wichtiger, dass Sie sich so Ihren ganz individuellen, besonderen Musikmix zusammenstellen können, den keiner sonst hat. Und wenn ich zurückgehe in meine Kindheit, dann gab es das auch schon, dann hieß das Mixtape und war die Kassette, die ich mit meinen Freunden ausgetauscht habe. Vielleicht zugegebenermaßen nicht ganz so bequem wie heute. Aber auch das ist wichtig zu sehen. Nicht jeder Trend ist neu, sondern viele Sachen, die sich als neu darstellen, nehmen eigentlich alte Ideen auf und versuchen sie mit den technischen Möglichkeiten von heute weiterzuentwickeln oder besser zu machen. Und die dritte Vorbemerkung, da werde ich Sie jetzt gleich schon um Ihre Meinung fragen. Wenn wir an das Thema Zukunftsforschung denken, an das Thema Trends, an das Thema Entwicklung der Gesellschaft, dann gibt es heute etwas, das nennen wir VUCA-Paradigma, also VUCA. Und damit will gemeint sein, dass die Zukunft immer weniger berechenbar ist. Sie ist in gewisser Weise sehr volatil. Das heißt, sie ist sehr beweglich. Sie verändert sich viel schneller als gedacht. Wenn Sie zum Beispiel mal zurückdenken, 5 Jahre, wer hätte vorausgesagt, dass uns das Thema Flüchtlinge und globale Migration so schnell in diesem Maß bewegen würde? Da gab es immer Vorzeichen und Anzeichen, aber danach gab es plötzlich eine sehr schnelle und sehr überraschende, für viele Menschen sehr überraschende Entwicklung. Die Zukunft ist unsicher im Sinne von, dass auch wirklich Unsicherheiten drohen. Individuell, aber auch gesellschaftlich oder wirtschaftlich. Denken Sie beispielsweise mal an die aktuellen Zollauseinandersetzungen zwischen den USA und anderen Ländern und Kontinenten auf dieser Erde.
Da ist eine Menge Unsicherheit im Augenblick drin, die sich dann bis in unsere eigenen Arbeitsplätze hinaus auswirken kann. Die Zukunft wird immer komplexer, das heißt, es entstehen immer mehr vielfältige Zusammenhänge, die wir ganz schwer erklären können. Auch wenn Sie da mal ein Beispiel nehmen, wir haben jetzt, wir alle auch ein bisschen mit unseren Steuergeldern, Griechenland über viele Jahre geholfen, aus der Finanzkrise hoffentlich hinauszukommen. Und Sie haben wahrscheinlich eine Meinung dazu, ob Sie das richtig oder falsch finden. Ich vermute aber, dass keiner von Ihnen in der Lage wäre, in den nächsten 35 Minuten die Zusammenhänge der Finanzströme zu erklären, die dazu führen, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also da merken Sie, die Sachen sind sehr, sehr komplex. Und letztendlich haben wir auch eine große Ambiguität, also eine große Mehrdeutigkeit aller Entwicklungen. Wir können nicht mehr einfach sagen, die Sachen sind toll oder die Sachen sind schlecht, sondern vieles hat so zwei Seiten. Und denken Sie wieder an das Thema globale Migration. Das ist natürlich mit riesigen Herausforderungen auch für unser Land verbunden. Auf der anderen Seite, wenn Sie an den demografischen Wandel denken, hat es ja vielleicht auch was, wenn Menschen aus anderen Kontinenten zuwandern und damit auch dazu beitragen, dass es eine jüngere und leistungsfähige Gesellschaft gibt. Also man kann die meisten Sachen auch von vielen Seiten angucken. Und was mich jetzt mal interessieren würde, und auch einfach Sie in ein erstes Moment der Beteiligung hineinzuholen, wäre die Frage, was dieser vier Punkte finden Sie denn besonders herausfordernd? Ist es für Sie besonders herausfordernd, dass die Zukunft so beweglich wird und man nie so genau weiß, was passiert? Oder ist es für Sie besonders herausfordernd, dass alles so unsicher wird und man mit vielen Unsicherheiten umgehen muss oder dass alles so komplex wird? Oder ist diese Mehrdeutigkeit ein Thema, das Sie so herausfordert? Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Mauszeiger einfach in die Mitte des Bildschirms gehen, dann kriegen Sie so wie ich einen kleinen gelben Punkt. Und den können Sie dann mit Ihrer Maus einfach dorthin fahren, wo Sie sagen, das ist für mich so gefühlt die größte Herausforderung dieser vier Faktoren, die auf die Zukunft einwirken. Die Unsicherheit, die Volatilität, die Komplexität oder die Mehrdeutigkeit. Und wir gucken mal, was so die größte Stimmung in der Gruppe gerade ist, wo es am meisten hingeht. Da zeichnet sich auch schon ein leichter Trend ab. Ein paar Punkte sind noch in Bewegung. Ich warte noch einen kleinen Moment, mal zu sehen, was sich noch bewegt. Ein Punkt bleibt außerhalb. Der oder die sagt vielleicht, für mich ist es keins von den Vieren. Aber es ist für mich ganz interessant zu sehen, ne? Wenn Sie die Politik fragen, dann hören Sie ganz oft das Thema Unsicherheit, dass die Menschen so verunsichert seien. Das ist zumindest in unserer kleinen Gruppe heute Nachmittag nicht das schwierigste Thema, sondern was für die meisten von uns hier im Raum eine große Herausforderung zu sein scheint, ist die Tatsache, dass die Welt doch sehr komplex geworden ist, dass man nie so die Zusammenhänge alle versteht, alle erklären kann, nie so genau weiß, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und vielleicht war das ja auch der Anlass für Sie, sich für dieses Webinar anzumelden. Einige sagen, es ist sowas zwischen Komplexität und Mehrdeutigkeit. Ein paar finden die Mehrdeutigkeit schwierig. Und ein paar sagen auch, die Beweglichkeit ist was, was mich sehr herausfordert. Ich mache mir mal ganz kurz ein Foto davon, weil ich mir das gerne aufheben möchte. Ich muss dann gleich wieder zurückgehen in die Präsentation, dann sind wir wieder hier. Na, und jetzt hätte ich gleich noch eine zweite Frage an Sie, weil ich werde Ihnen in der nächsten Runde ja einiges über Trends erzählen. Aber ich fände mal ganz interessant zu wissen, welche Trends spielen denn in Ihrem Alltag eine Rolle? Wenn Sie an das Thema Trends denken, an was denken Sie dann eigentlich? Es gibt natürlich das, was auch in der Ausschreibung stand, das Thema Digitalisierung. Aber vielleicht fallen Ihnen ja andere Sachen ein und auch jetzt, die ersten machen das schon. Sie gehen einfach mit Ihrer Maus in die Mitte, kriegen ein kleines Feld, können da reinschreiben und drücken dann einfach auf OK. Und wir gucken mal, was so an Trends hier alles geschrieben wird, was Ihnen persönlich durch den Kopf geht. Ich warte wieder einen Augenblick, was alles so kommt. Vielleicht erkennen wir auch da ein paar gemeinsame Trends, die da entstehen. Sieh mal die ich schon sehen kann, bis nach oben. Genau, da kommt AR und VR, die sind sich ganz ähnlich und 3D. Personalisierung, Modetrends sind jemand eingefallen. Ja, das finde ich auch ein tolles Thema. Alternative Fakten, ne? Also, dass man nicht mehr so weiß, was gilt denn oder was gilt vielleicht auch nicht. Personalisierung sehe ich. Elektromobilität, genau. Ich komme ja selber auch aus Stuttgart, ein großes Thema für die Autoindustrie. Arbeit 4.0, Fachkräftemangel, agiles Arbeiten, Diversity. Viele, viele Themen. E-Learning geht auch so ein bisschen Richtung Virtual Reality vielleicht. Neue, unbekannte Geschäftsmodelle, das hat sicher auch was zu tun mit der Digitalisierung.
Der Populismus steht ganz unten am Rand, den holen wir auch mal auf den Tisch drauf, damit er dazugehört, hier zumindest bei dieser Umfrage. Fußball in Deutschland, sagt jemand. Ja, genau, das ist sicher auch. Da bräuchte es ein paar neue Trends, das ist ganz richtig. Toll, was Sie alles sammeln. Ich bin ganz beeindruckt. Ich warte noch einen Moment, weil noch ein paar Menschen am Schreiben sind. Ich ziehe mal den virtuellen Classroom auch ein bisschen raus, dass man den sehen kann, dass keine Zettel übereinander liegen. Na, Fake News, agiles Arbeiten, soziale Kollaboration, Social Collaboration, selbstorganisiertes Lernen. Dann schreibt da unten jemand auch in der Nähe vom Populismus unten rechts, dass es auch eine zunehmende Aggressivität untereinander gibt. Vielleicht auch ein bisschen eine Nähe zu dem Thema Fake News, also die ganze Frage, wie gehen wir eigentlich in der digitalen Welt miteinander um? Fake News gab es gleich zweimal, genau. Und auch hier nochmal das Thema individuelle Angebote in der Weiterbildung. Das haben wir irgendwo, glaube ich, nochmal so ähnlich gehabt, selbstorganisiertes Lernen, Online-Training, genau, da haben wir auch so ein ganzes Themencluster. Jo, das sind einen ganzen Haufen Trends. Oben schreibt auch nochmal die Frau Flömer in ihrer Sprechblase auch die Digitalisierung. Vielen Dank. Auch das werde ich kurz fotografieren, dass wir das als Ergebnis gesichert haben. Ich habe nicht ganz alle drin, die Sie geschrieben haben, aber ein ganzer Haufen davon wird doch auftauchen, wenn ich Ihnen jetzt gleich ein bisschen was erzähle. Und ich will erstmal damit anfangen, dass wenn man so mal bis zum Beginn des Jahrtausends zurückguckt, das sind ja nicht die Trends der Zukunft, sondern das ist eher das, was uns in der Vergangenheit bewegt hat, man schon mal sehen kann, wir leben in einer Welt, die sich unglaublich schnell verändert. Wenn Sie mal so oberhalb des Pfeiles schauen, was alles passiert ist mit den Anschlägen in New York, mit den großen Finanzkrisen, mit Fukushima und der anschließenden Energiewende, mit den neuen rechten Bewegungen, mit dem Terrorismus, mit dem NSA und dem NSU-Skandal, mit dem Brexit, mit der Flüchtlingsbewegung, mit den zwei unterschiedlichen amerikanischen Präsidenten, dann haben die Menschen so das Gefühl, es verändert sich so nach und nach irgendwie alles, außer Angela Merkel. Und selbst bei der ist man in den letzten Tagen ja nicht ganz sicher gewesen, ob das so bleibt, wie es in der letzten Zeit war. Und das nennen wir aus der Forschungsperspektive, nennen wir das soziale Beschleunigung. Das heißt, wir haben eine Welt, in der der Wandel immer schneller geht, in der immer schneller gesellschaftliche Veränderungen stattfinden. Das ist tatsächlich ein Trend oder eine Veränderung. Und das heißt ja für uns als Einzelner, dass wir immer kürzer von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen können. Also früher konnte man sagen, das, was 20 Jahre gegolten hat, wird auch in den nächsten 20 Jahren noch gelten. Wenn Sie an die Digitalisierung denken, dann sind Sie sich noch nicht mal sicher, ob das, was letztes Jahr gegolten hat, nächstes Jahr noch gelten wird. Und die Digitalisierung ist natürlich einer der großen Treiber der Veränderung. Wir haben Ihnen das unter dem Pfeil mal angemalt. Und für mich aber ganz wichtig, da wo jetzt mein blauer Pfeil hin zeigt, das iPhone 1 2007, ne, jetzt mal gut 10 Jahre her. Das heißt, wir haben gerade mal 10 Jahre gebraucht, dass das mobile Internet für jeden Menschen eine Rolle spielt auf diesem Globus oder fast jeden Menschen. Und auch da mal das Tempo zu betrachten. 2010 fing Facebook erst in Deutschland an. Das ist jetzt 8 Jahre her. Wir haben letztes Jahr 2017 Jugendliche gefragt, ob sie Facebook benutzen. Und dann haben die uns gesagt, ja, kenne ich. Das ist das soziale Netzwerk meiner Eltern. Und damit merken Sie, dass auch da die Entwicklungen unglaublich schnell gehen. Es sind jetzt eben Instagram, Snapchat und YouTube, die eine große Rolle spielen oder WhatsApp bei Jugendlichen. Und Digitalisierung natürlich als ein riesengroßer Trend, eine riesengroße Veränderung, die digitale Transformation unserer Gesellschaft, die vieles komplizierter macht, weil sie eben dafür sorgt, dass andere wirtschaftliche Zusammenhänge entstehen. Sie haben vorher auch schon in Ihren Anmerkungen so Sachen erwähnt wie neue Lernformen, neue Arbeitsformen. Und sie aber auch ein Treiber ist der technischen Beschleunigung. Ich habe gerade davon gesprochen, dass wir eine große Beschleunigung haben des sozialen Wandels. Wir haben aber auch eine große technische Beschleunigung. Das heißt, wir bekommen Technologien, mit denen wir immer schneller leben können. Und insofern will ich Ihnen auch mal darauf hinweisen, dass es sowas wie einen kleinen Gegentrend zur Digitalisierung gibt, den wir bei den Jugendlichen, den wir beforschen, beschreiben als digitale Sättigung. Das will ich mit diesem Bild deutlich machen. Es sind alle Steckdosen voll, es sind alle Geräte vorhanden. Und die jungen Leute sagen uns, und das ist ganz spannend, weil das innerhalb von 4 Jahren passiert ist, seit der letzten Befragung, eigentlich hätten wir jetzt mal genug von der digitalen Welt. Wegen uns muss es nicht mehr werden. Ich brauche nicht mehr Geräte, ich brauche nicht mehr soziale Netzwerke. Und weil
Den Erwachsenen reden wir sogar von Digital Detox, also von der digitalen Entgiftung. Man versucht, bestimmte digitale Medien aus dem eigenen Leben wieder rauszuholen, das WLAN abzuschalten und ähnliches, um damit wieder ein bisschen mehr in der analogen Welt präsent zu sein. Ich werde Ihnen das auch gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. Ein dritter Trend oder eine dritte wichtige Veränderung der Gesellschaft ist dann durch diesen gesellschaftlichen Wandel, durch den technischen Wandel, dass wir auch immer alle schneller leben. Wir sprechen von einer Beschleunigung des Lebenstempos, ein ganz wichtiges Thema, weil wir mit den technischen Möglichkeiten viel mehr Erlebniseinheiten in kürzerer Zeit unterbringen können. Es steht die Urlaubssaison für uns. Ich hoffe, Sie haben alle schöne Sommerurlaubspläne gemacht. Und Sie fahren nicht mehr wie vor 200 Jahren mit der Postkutsche nach Italien oder nach Spanien oder müssen womöglich zu Fuß laufen, sondern Sie werden vielleicht mit einem schnellen Auto fahren, mit dem Zug fahren oder womöglich fliegen. Aber die Tatsache, dass wir heute schneller reisen können, führt in keinster Weise dazu, dass wir länger am Urlaubsort bleiben, sondern sie führt nur dazu, dass wir immer mehr Urlaubsorte aufsuchen. Und damit wäre die dritte Dimension beschrieben, die Beschleunigung des Lebenstempos. Und das alles drei zusammen ergibt das Grundrauschen aller Trends, eine soziale Beschleunigung, eine technische Beschleunigung und auch eine Beschleunigung des Lebenstempos, die uns alle sehr beschäftigen, die uns in dem Umgang mit Trends prägen. Wenn Sie noch dicke Bücher mitnehmen wollen im Urlaub dazu, auf was ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen bezogen habe, dann können Sie gerne von Herrn Harari den Homo Deus oder von Hartmut Rosa die Resonanz mitnehmen. Das sind zwei Bücher, die wirklich in ganz hervorragender Weise beschreiben, was da eigentlich als grundständige gesellschaftliche Veränderung im Augenblick passiert. Dazu kommt natürlich jetzt, und das haben Sie auch schon angesprochen, so Veränderungen wie Liquid Work oder neue Arbeitswelt. Was Sie hier sehen, ist eigentlich der Arbeitsplatz der Zukunft für viele Menschen. Alles passt in eine Umhängetasche rein und egal wo auf der Welt ich bin, ich kann jederzeit arbeiten und in Kontakt bleiben mit meinen Kunden oder meinen Auftraggebern. Das scheint manchmal auch ein bisschen anstrengend zu sein, wenn man unten links sehen kann bei den Aspirin-Tabletten. Aber es ist vielleicht auch für manche das Ideal der Zukunft zu sagen, ich bin mit meiner Arbeit nicht mehr an einen Arbeitsort gebunden. Das heißt auch, wir reden von einer ganz neuen Weise der Mobilität. Noch ein wichtiger Trend, der uns beschäftigt, weil wir eben heute nicht mehr nur von physischer Mobilität reden, sondern weil wir heute auch von sozialer und geistiger Mobilität reden. Das heißt, wenn Sie heute unterwegs sind, wenn Sie heute reisen, dann nehmen Sie ja immer eigentlich alles mit. Ich habe 1989 mein Abitur gemacht. Ich bin dann auf Interrail gegangen. Das war damals eine Sensation. Bis nach Griechenland fahren mit dem Zug und keiner zu Hause konnte mich sehen und mitbekommen. Wenn Sie heute nach dem Abitur wahrscheinlich eher mit dem Flugzeug als mit dem Zug reisen, dann werden Sie noch vor dem Ankunftsort die ersten Bilder nach Hause gesendet haben, auf WhatsApp kommuniziert haben und die ganze Welt weiß, wo Sie sind. Das heißt, Mobilität wird zur Metamobilität. Wir nehmen unser soziales Umfeld und unsere individuellen Kontakte immer mit. Auch das ist eine ganz große Herausforderung oder Veränderung des Lebens, mit der wir umgehen müssen. Dazu kommen, und jetzt gehe ich noch mal so ein paar Stichwörter durch, die gut bekannt sind, so Sachen wie das gestiegene Bewusstsein für Klimawandel und Umweltschutz und auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Natürlich der demografische Wandel, der uns auch alle beschäftigt, und zwar in dreifacher Weise. Es ist natürlich eine ökonomische Herausforderung. Weniger junge Menschen stehen älteren Menschen gegenüber. Es ist eine völlige Veränderung des jugendlichen Lebens, weil plötzlich junge Menschen immer zu wenige sind, anstatt zu viele. Bei mir waren die Hörsäle immer überfüllt. Heute sind viele Gruppen zu klein. Und wir bekommen ganz andere ältere Menschen als früher. In Stuttgart war gerade das große Open Air mit den Rolling Stones und als der SWR1 dann die Zuschauer interviewte, dann waren die alle über 60. Über 60-Jährige hat man sich früher beim Schlagerfestival der Volksmusik vorgestellt. Heute treffen sie sich bei den Rolling Stones und damit merken sie, wir kriegen auch andere ältere Menschen. Auch das wieder eine wichtige gesellschaftliche Veränderung. Natürlich steuern wir zu auf eine Gesellschaft der vielen Ethnien, der vielen Kulturen, der vielen Sprachen, der vielen Nationen. Auch das verändert etwas in unserem Alltag. Und das alles führt vielleicht auch bei Ihnen im Kopf so langsam zu einem Labyrinthgefühl, zu der Frage, wo soll das alles hinführen? Wie passt das denn alles zusammen? Wie soll ich denn da meinen Weg durchfinden? Und genau das ist eins der Grundgefühle, wenn die Menschen versuchen, mit all diesen Trends, gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen umzugehen. Und
Das alles führt übrigens auch dazu, und das ist mir ganz wichtig, dass es keine Generation Y, keine Generation Z und auch keine Generation X gibt und auch schon gar keine Generation Alpha, die gerade angekündigt wurde, sondern dass wir eine immer größere Vielfalt von Menschen und Lebenswelten bekommen. Was Sie hier sehen, ist das Ergebnis unserer Befragung von jungen Menschen in Deutschland, wie sie sich selber als Generation bezeichnen würden. Und da sind geschätzt gut 150 Begriffe auf dieser Folie drauf. Und da merken Sie schon, die kann man nicht alle in ein kleines Paket hineinpacken. Und wenn Sie das jetzt alles gehört haben, und jetzt mussten Sie mir ja schon mindestens mal 15 Minuten am Stück zuhören, würde mich doch mal interessieren, was glauben Sie eigentlich, wird die Welt jetzt immer besser oder wird sie immer schlimmer, wenn Sie das alles zusammenfassen, was Sie gerade gesehen haben? Und machen Sie das doch einfach mal mit Ihrem Daumen deutlich, was Ihre Einschätzung ist. Da unten schreibt der Herr Winkler anders. Genau, die Option hatte ich jetzt nicht vorgesehen, aber die dürfen Sie natürlich sehr gerne schreiben, weil auch so könnte man es beschreiben, nicht besser oder schlecht. Aber ich gucke mal, was so der Gruppentrend ist. Wenn Sie sich für schlechter oder besser entscheiden müssten, dann anders, besser, sagt Frau Kolbus, ist auch eine schöne Beschreibung. Frau Weber sagt sowohl als auch, anders ist eine, genau, anders habe ich nicht angeboten. Das hätte ich wohl tun sollen, das wäre eine gute Idee gewesen. Ich versuche das mal ganz kurz auszuwerten, was hier denn so rauskommt bei Ihnen, wenn ich das mal zusammenfasse. Und starte das mal und guck mal, was wir dann sehen als Gesamtergebnis. Und da sehen wir bei Ihnen, so sagt ein guter Teil, zwei Drittel sagt, es wird wohl ein bisschen besser, ein Drittel sagt, es wird schlechter. Das ist ganz gut oder es freut mich, dass Sie etwas optimistischer sind. Damit würden Sie auch so ein bisschen auf einer Linie liegen mit den Statistikern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat kürzlich von Hans Rosling, dem Wissenschaftler, auch einen schönen Artikel veröffentlicht, der eben die große Überschrift trug, die Welt wird immer besser. Weil tatsächlich, wenn wir in statistische Zahlen gucken, stimmt das Gefühl unseres Alltages, dass so viele schwierige und schlimme Sachen passieren, gar nicht unbedingt überein mit den Statistiken, wo wir sehen, es gibt weniger Hungertote, es gibt weniger Kriege, es gibt weniger Terror auf der Welt, es gibt mehr Alphabetisierung. Also es gibt viele Sachen, die auch dafür sprechen, dass die Welt besser wird, obwohl es im Alltag uns so geht, dass wir das Gefühl haben, es passiert ganz viel, was uns vielleicht auch doch sehr herausfordert. Und genau das führt dazu, und jetzt bin ich schon im zweiten Teil meines Impulses, den ich Ihnen geben möchte, dass die Menschen, weil sie den Alltag so unterschiedlich auch wahrnehmen, ganz unterschiedlich reagieren auf diese Veränderung der Welt. Und ich habe Ihnen das mal dargestellt, wie wir das versuchen, in Cluster zu fassen. Und Sie sehen hier links, es gibt Menschen, die suchen eher nach Balance im Leben, sagen wir. Die wollen es eher ausgeglichen und nicht so aufregend haben und eher mal ein bisschen harmonischen. Es gibt andere Menschen, die sagen, ach, ich finde es eigentlich schöner, aufregender und ein bisschen spannender und verrückter vielleicht auch im Leben zu haben. Es gibt Menschen, die neigen dazu, eher an den Bewährten festzuhalten. Und es gibt Menschen, die eher nach der Veränderung suchen. Und auf dieser Basis sagen wir, gibt es quasi vier Felder, wie Menschen heute mit Trends umgehen. Es gibt die Menschen, die sagen, naja, ich würde ganz gerne mal im Gleichgewicht bleiben, aber mit der Veränderung muss man schon irgendwie mitgehen. Und die neigen dann eher zu Anpassung. Das sind nicht die Early Adopter, das sind nicht die, die als erstes mitgehen, die aber sagen, naja gut, wenn jetzt alle ein Smartphone haben, dann habe ich auch eins. Und wenn sich demnächst alle so eine Sprachsteuerung nach Hause stellen, dann werde ich mir wohl eines Tages auch eine nach Hause stellen. Eigentlich wollte ich ja nie auf Facebook, aber jetzt sind alle meine Freunde da, jetzt gehe ich da eben auch mal hin. Es gibt die Menschen, die eher dazu neigen, solche Trends auch zu beschleunigen. Die sagen, ich finde das super, bei mir könnte es viel schneller gehen. Das sind die, die Ersten haben mit den technischen Geräten, die als erstes die neuen sozialen Netzwerke ausprobieren, die schon jetzt völlig auf E-Mobilität abfahren. Sie sagen, ich bin da ganz vorne da dran. Es gibt Menschen, die sagen, ach, ich würde es gerne so lange wie möglich verzögern. Ich hatte heute Morgen eine andere Veranstaltung. Da haben wir statistische Zahlen rausgesucht und haben festgestellt, dass immer noch 20% der Deutschen einen Röhrenfernseher zu Hause haben. Das wäre vielleicht ein Phänomen von Verzögerung oder von großem ökologischem Bewusstsein. Und letztendlich gibt es auch Menschen, die sagen, ich mache da gar nicht mit, ich verweigere mich. Ich will nicht, dass die Welt sich so verändert. Ich finde das nicht richtig, ich finde das nicht gut. Es soll so bleiben, wie es war. Und auch hier würde ich Sie jetzt gerne fragen, welches Feld denn für Sie am ehesten passt. Wahrscheinlich würden jetzt viele von Ihnen sagen, ich passe in zwei oder drei Felder rein, aber das geht bei der Abfrage nicht. Deswegen müssen Sie sich jetzt mal für eins entscheiden. Und wenn Sie sich so spontan entscheiden müssten, welches passt denn am ehesten zu Ihnen, ist es die Anpassung? Also sind Sie eher sagen, ich gehe so mit, aber nicht als Erster? Sind Sie eher ganz vorne dran?
Sagen Sie, ich bin eher jemand, der sagt, wenn es denn sein muss, gehe ich denn dann auch mit? Oder sagen Sie, eigentlich würde ich gerne haben, dass die Welt so bleibt, wie sie war? Dann entscheiden Sie sich für eine der Antwortmöglichkeiten. Und wir gucken mal, was wir dann für einen Gruppentrend hier bekommen. Natürlich jetzt sehr, sehr spontan aus diesem kleinen Impuls heraus. Ich sehe, dass so drei, vier Leute noch nachdenken. Ich warte noch einen Moment auf Sie. Genau, jetzt sind fast alle da. Ich glaube, so ein, zwei sind gerade nicht vorm Rechner. Und da würde ich jetzt mal die Umfrage auswerten und mal schauen, was da rausgekommen ist. So, jetzt müsste eigentlich das Ergebnis kommen, hoffe ich doch. Frau Badewitz, mein Ergebnis kommt nicht. Wo ist es hin? Haben Sie gerade eben die Abfrage abgebrochen, weil noch nicht alle abgestimmt haben, oder haben Sie Nee, dachte ich bestätigt? eigentlich nicht. Ich dachte, ich hätte bestätigt. Entschuldigung, das kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Sie müssen einfach nochmal. Ah, jetzt kann ich die Abfrage beenden. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt es gleich. Na, danke, Frau Badewitz, für die Hilfe. Und Gerne. wir sehen, wir haben so eine große Mehrheit zwischen Anpassung und Progression. Also so knapp die Hälfte sagt, ich bin vorne dabei. Die andere Hälfte sagt, ich gehe mit, aber nicht als Erster. Und wir haben so eine Person sagt, na, wegen mir dürfte es auch langsamer gehen. Wir haben keine Verweigerer dabei. Wäre auch so ein bisschen überraschend vielleicht für die Einladung zu dem Webinar heute. Danke. Also wir sind so eine Gruppe, die so in der Mitte vorne dabei ist. Man kann nun diesen vier Feldern auch nochmal einzelne Trends zuordnen. Und wenn Sie zum Beispiel in diese Reground, also in diese Anpassungsecke schauen, Sie können das dann später auf unserer Webseite auch nochmal nachlesen, dann gibt es hier zum Beispiel den Trend zum Regrounding. Regrounding heißt, ich gehe da schon mit, aber mir wäre so ein sicherer Grund unter den Füßen ganz wichtig. Und dazu gehört zum Beispiel das Familienleben, dazu gehört das eigene schön eingerichtete Zuhause, dazu gehören auch vielleicht ein paar zentrale traditionelle Werte zu sagen, klar, ich muss mich der technischen Entwicklung nicht verweigern, aber ich brauche einen sicheren Grund unter den Füßen. Ein Trend der Verzögerung wäre die Entschleunigung, zu sagen, na, ich mache langsamer, ich gucke, dass ich wieder langsamer lebe, dass ich wieder zu Fuß gehe, dass ich Digital Detox betreibe und ähnliche Sachen. Etwas, was zur Progression gehört, ist zum Beispiel das Feiern der Vielfalt, die Diversität, hat von Ihnen jemand vorher auch als Trend genannt. Also zu sagen, für mich ist ganz wichtig, dass wir Vielfalt positiv bewerten, dass wir uns daran freuen, dass es eine große Vielfalt an Lebensformen und an Kulturen gibt. Und das darf eher noch mehr werden als weniger. Und eine Form der Verweigerung ist natürlich auch, das einfach auch sich selber zuzugestehen und darin auch sich zu formulieren, zu sagen, ich bin letztendlich überfordert, ich gehe da nicht mehr mit, ich komme da nicht mehr hinter nach. All diese 12 Trends werde ich Ihnen jetzt nicht im Detail vorstellen können, weil uns dazu die Zeit ein bisschen knapp ist, aber wenn Sie nach diesem Webinar mal auf die Webseite vom Institut gehen, dann finden Sie dort nochmal so schöne kleine Beschreibungen, was denn da so drinsteckt und was diese Trends miteinander ausmacht. Was man nun tun kann, ist zu sagen, wir schauen mal, wie die junge gesellschaftliche Mitte und wie die jungen Leistungsträger mit diesen Trends umgehen. Und das ist der dritte Teil, über den ich mit Ihnen reden will. Ich mache Ihnen heute keine Einführung in die Sinus-Milieus, sondern ich gehe einfach auf zwei gesellschaftliche Gruppen ein, die sich ähnlich sind. Sie sehen hier eine Gruppe, die heißt adaptiv-pragmatische. Das ist ganz vereinfacht gesprochen eine junge bürgerliche Mitte, die im Augenblick nachwächst. Ich werde sie Ihnen gleich vorstellen. Und Sie sehen eine Gruppe, die nennen wir expeditiv. Das sind sozusagen die jungen Abenteuerreisenden. Das sind in unserem Modell der Gesellschaft, in den Sinus-Milieus, die zwei Gruppen, die am stärksten wachsen werden in Zukunft. Und die auch sehr interessant sind auf die Frage eben, wie gehen Menschen und Trends denn miteinander um? Wenn wir uns diese neue Mitte mal anschauen, diese adaptiv-pragmatischen, die Sie hier sehen, so können das junge, sympathische Leute, die ungefähr im Augenblick 10% der deutschen Bevölkerung ausmachen, dann ist das die gesellschaftliche Mitte der Zukunft. Das sind pragmatische Leute, anpassungsbereit, die wollen ein bisschen Spaß haben. Genau, da meldet sich die Frau Weber ab. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank auch, dass Sie sich verabschieden. Schönen Tag noch, Frau Weber. Das sind Menschen, die flexibel sind und weltoffen, aber die auch, das haben Sie gerade gehört, mit der Regrounding auch sagen, ich möchte ganz gerne einen sicheren Boden unter den Füßen haben. Wenn wir uns diese Gruppe mal anschauen, wie die zu Hause wohnt, wir besuchen die Menschen zu Hause, dann sehen Sie da eigentlich so eine ganz klassische von einem Möbelhaus mit vier Buchstaben unterstützte Wohnungseinrichtung, wo man sehen kann, da gibt es die Wohnecke, da gibt es den Fernseher, da gibt es das gemütliche Zuhause, wo hoffentlich
aus Sicht dieser Lebenswelt bald eine junge, glückliche Familie wohnen wird. Und wenn wir uns da anschauen, wie gehen die denn mit um, mit diesen Trends, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, dann sehen Sie die Grafik von gerade eben und Sie sehen jetzt solche Zahlen dran. Und je höher die Zahl, desto wichtiger der Trend. 100 wäre genau der Durchschnitt und Sie sehen bei meinem blauen Pfeil, dieser Wunsch nach sicherem Grund unter den Füßen ist für die junge Mitte ganz enorm wichtig, während sie sich wenig überfordert fühlen und auch nichts zu tun haben mit so Underdog-Culture, also mit so Subkulturen oder Ähnlichem, während wiederum das Digitale, also das Mitdabeisein in den sozialen Medien und auf den Smartphones für sie ganz, ganz wichtig ist. Ich will Ihnen einen Vergleich dazu mal zeigen. Die Expeditiven, die noch etwas kleiner sind, das sind erst 8%, die Abenteuerreisenden. Das sind so ein bisschen transnationale Trendsetter, die sind ganz vorne dabei, wenn es darum geht, die neuen Techniken und die neuen Kulturen zu kennen. Die sind mental und geografisch mobil, das heißt, die reisen gerne, die gehen dorthin, wo es aufregend sind, sind super vernetzt, sind zielorientiert, wollen aber keine Karriere machen, sondern einfach nur spannende Projekte und sind auch so ein bisschen nonkonformistisch. Wenn wir bei denen zu Hause vorbeischauen, dann ist es immer so eine bewusste Vorläufigkeit. Man hat die Kleider an der Stange hängen, man wohnt gern so ein bisschen loftmäßig wie hier unten rechts, lässt die Bücher auf dem Boden liegen, das sehen Sie so klein im Hintergrund, weil man könnte ja gleich morgen wieder woanders wohnen und was anderes erleben. Und wenn wir uns dort mal anschauen, wie die auf die Trends schauen, dann sehen Sie, Regrounding ist denen gar nicht wichtig. Das ist für die überhaupt nicht wichtig, so ein gutes Zuhause zu haben und einen schönen Vorgarten und ähnliches. Und bei Untergrundkultur laden die sogar auf Null. Also das heißt, das spielt für die gar keine Rolle. Aber digitale Kultur extrem wichtig, Vielfalt extrem wichtig, Spaß haben extrem wichtig, Autonomie haben extrem wichtig. Also ein Trendrad, das nochmal in eine ganz andere Richtung geht als gerade vorher. Sowas können wir für jede gesellschaftliche Gruppe berechnen und können dadurch eben zeigen, es gibt nicht den Trend, mit dem man umgeht, sondern es gibt Menschen, die ganz unterschiedlich damit umgehen. Was diese beiden Milieus miteinander vereint, was die junge Mitte, also die zukünftige bürgerliche Mitte und die zukünftige Leistungselite vereint ist, dass sie so wie wir am Anfang sagen, sie erinnern sich an die VUCA-Abfrage, die Welt ist sehr komplex. Sie ist sogar überkomplex geworden, man kann sie gar nicht mehr durchschauen, man kann sie auch gar nicht mehr kontrollieren, weil sie so komplex ist. Das sind junge Menschen, die sagen, ich vertraue nicht mehr den Eliten, gar nicht, weil man glaubt, dass die Eliten böse seien, sondern weil man eben sagt, es ist so komplex geworden. Man vertraut eher auf die überschaubare Gemeinschaft als auf die großen gesellschaftlichen Lösungen. Man vertraut eher auf das Jetzt als auf die Zukunft. Man bringt so etwas mit, was wir egotaktischen Pragmatismus nennen. Bei jeder Entscheidung im Leben fragt man sich immer auch, was habe ich denn davon? Was ist mein Vorteil? Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Also wir haben viele Gemeinsamkeiten in diesen zwei Gruppen, aber wir haben einen großen Unterschied. Der Unterschied besteht darin, das Mikrofon aus Versehen verrutscht, das sollte nicht der Fall sein. Ich hole es mal kurz zurück. So. Der Unterschied besteht darin, dass die neue Elite, also die jungen Expeditiven, die so vorläufig leben und Trendsetter sind, dass die uns sagen, super, ich will die ganze Welt erobern, es darf immer vielfältiger werden, es darf immer noch mehr Entgrenzungen geben und neue aufregende Sachen. Und letztendlich vertraue ich dabei aber nur auf mich selbst. Während die neue Mitte zu uns sagt, die junge bürgerliche Mitte, mir wäre es eigentlich lieber, wenn es überschaubarer wird. Mir wäre es lieber, wenn vielleicht nicht so viel Vielfalt in Deutschland kommt, wenn vielleicht nicht noch mehr Kulturen und noch mehr Lebensformen und noch mehr solche Sachen kommen, weil ich durchschaue es ja jetzt schon nicht mehr so ganz richtig. Und letztendlich vertraue ich eigentlich vor allem auf meine Familie und meine Freunde und all, was da so außen rum passiert, außerhalb meiner Nachbarschaft, meiner Familie, meines Freundeskreises. Das verunsichert sicherlich ein bisschen wenig. Also da wird jetzt deutlich, was ich versuche, über den ganzen Bogen zu beschreiben, dass all das, was auf uns zukommt in dieser VUCA-Welt mit diesen vielen Trends, ganz unterschiedlich aufgenommen wird. Und ich kann Ihnen das auch nochmal konkret machen an den Sachen, die ich erzählt habe, an der Beschleunigung, der Digitalisierung, den Umweltherausforderungen, der Mobilität und der sozialen Ungleichheit, die wir erleben. Wenn Sie die neue Elite dazu fragen, wie die damit umgehen, dann sagen die, auf Beschleunigung reagiere ich mit Slow Food. Also ich mache mir ein bisschen individuelle Beschleunigung. Ich versuche eine Art des Essens zu finden, die da einen Kontrapunkt setzt. Auf Digitalisierung reagiert die digitale Avantgarde postdigital. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, dass die, die am besten mit den digitalen Medien umgehen, wieder sagen, ach, ich will selber basteln, ich kaufe mir Vinylplatten statt MP3-Player. Ich kaufe mir eine Leica-Kamera, weil es viel spannender ist, von Hand die Sachen Einstellungen zu machen, als so voll technisch automatisiert.
Also die digitalsten sind quasi ein bisschen Post. Ist die Lösung entwickeln. Mobilität finden die super, die erleben sich als Arbeitsnomaden und auch soziale Ungleichheit sehen sie als Lösungsmodell, die Idee, miteinander Netzwerke zu gründen, die soziale Ungleichheit auffangen können. Die neue Mitte sagt uns, wenn ich nach diesen Trends frage, naja, für mich ist die Beschleunigung zu viel. Ich reagiere mit dem jetzt schon mehrfach erwähnten Regrounding. Bei der Digitalisierung reagiere ich mit Anpassung. Ich werde mir dann wohl auch jetzt langsam mal ein Smart Home zulegen. Ich besorge mir Alexa oder die Lösung von Google. Die Umweltherausforderung, die müssen wir über den Konsum lösen. Ich kaufe mir faire Produkte bei meinem Discounter, dann wird es hoffentlich besser. Mobilität vielleicht nicht zu viel, aber so das Auto, das ist auch schon nicht mehr meins, dann vielleicht eher sowas wie Carsharing. Und auf die soziale Ungleichheit reagiert die soziale Mitte tatsächlich mit Angst, während die neue Elite auf ihre Netzwerke vertraut und sagt, ich kann da mich sicher absichern, hat die neue Mitte Angst, ersetzt zu werden durch Maschinen, durch die Industrie 4.0, durch die digitale Technik. Und sagt, naja, gut, dann werde ich vielleicht eines Tages ersetzt und das macht mir doch ziemlich große Sorgen. Und auch hier jetzt noch mal eine letzte Aufforderung an Sie, mal nachzufragen, wo würden Sie sich denn ein bisschen näher fühlen? Haben Sie das Gefühl, Sie sind näher dran an der neuen Elite oder würden Sie sagen, ich bin eher näher dran an der neuen Mitte? Und Sie können wieder mit ihr in die Mitte gehen, diesmal kriegen Sie ein kleines Quadrat und Sie sehen so zwei Kästen auf dem Bildschirm. Und vielleicht erleben Sie sich auch dazwischen, dann machen Sie Ihr Quadrat dazwischen. Aber wo würden Sie sagen, bin ich vielleicht ein bisschen eher zu Hause? Bin ich eher bei denen, die sagen, es ist alles etwas viel und es darf ein bisschen Richtung Mitte gehen? Genau, Frau Wagner sagt teils, teils. Dann trauen Sie sich einfach, Ihr Quadrat dazwischen zu machen. Das ist herzlich willkommen. Da habe ich einfach kein Feld gemacht, aber das organisieren Sie selber. Und es gibt eine ganze Menge, die zur Mitte gehen. Ja? Bewegt sich nicht mehr so viel. Und es zeigt sich, wir haben so ein paar, die sagen, ja doch, ich fühle mich eher so bei der, bitte immer in Anführungszeichen, neuen Elite. Ich glaube, ich bin so jemand, der versucht, bei den Trends vorne auch die Sachen anders zu gestalten, neue Lösungen zu entwickeln. Wir haben ein paar in der Gruppe, die sagen relativ deutlich, ne, ich bin eher neue Mitte. Ich fände auch ganz gut, wenn das Rad mal wieder ein bisschen langsamer dreht und die Lösungen etwas übersichtlicher werden. Und ganz viele von Ihnen sagen, ich bin, glaube ich, irgendwo dazwischen drin, zwischen auf der einen Seite mal Sachen vorantreiben und auf der anderen Seite aber vielleicht auch mal ein bisschen bremsen zu wollen. Das war jetzt ein ganz schneller Ritt durch die Frage, wie reagieren Menschen auf Trends und auch nur ein erster Überblick. Ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen deutlich machen können, was passiert da eigentlich gerade. Ich fasse es hier nochmal zusammen und dann haben wir noch Zeit für Fragen und Diskussionen. Wir leben in einer Welt, in der es ganz viele Trends gibt, die Sie am Anfang genannt haben, von denen ich einmal ein paar herausgesucht habe. Beschleunigung, Digitalisierung, Umweltherausforderungen, Mobilität, Ungleichheit, Industrie 4.0 und so weiter und so weiter. In dieser Welt gibt es Menschen, die sehr unterschiedlich dann damit umgehen, weil die einen sagen, ich finde das super, das darf immer schneller gehen und die anderen sagen, am liebsten wäre es mir, wenn jetzt die Welt auch mal wieder aufhört, sich zu verändern. Dadurch entstehen neue Gruppen in unserer Gesellschaft. Wir kriegen eine neue gesellschaftliche Mitte. Wir kriegen neue Leistungsträger, die dann diese Trends anders aufgreifen und versuchen, andere Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Und alle miteinander leben wir aber in einer Welt, die geprägt sein wird in Zukunft von Volatilität, von Unsicherheit, Komplexität und Widersprüchlichkeit und können deswegen eigentlich gar nie so genau sagen, ob das, wie wir darauf reagieren und zu welcher Welt wir am Ende gehören, am Ende auch zu der Lösung führt, die wir gerne hätten. Und damit bin ich jetzt mit Ihnen in 43 Minuten einmal durch die ganze Gesellschaft durchgewandert und freue mich, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben, miteinander zu diskutieren, zu widersprechen, zu fragen oder auch einfach Ihre Anmerkung zu hören. Bis hierhin erstmal vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und wie ich hoffe auch ein bisschen was mitnehmen konnten aus dieser kleinen Runde. Danke für den Applaus, den ich sehe. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Super, genau, prima. Auch wenn Sie Interesse an den Folien haben, an den Foliensatz von Herrn Thomas, melden Sie sich gerne bitte direkt bei Herrn Thomas über diese E-Mail-Adresse. Falls es noch Fragen zu Vitero gibt, Sie vielleicht Vitero auch nochmal genauer kennenlernen möchten, wenn Sie Vitero heute zum ersten Mal sehen, melden Sie sich gerne über unsere Webseite bei uns oder über marketing@vitero.
Herr Thomas, dann bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich bei Ihnen für das sehr spannende Webinar. Applaus nochmal für Sie aus der Runde. Da bekommen Sie auch noch über den Textchat von Herrn Müllers das Feedback. Sehr interessanter Vortrag. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Kolbus meldet zurück. Es war sehr interessant und anregend. Vielen Dank. Also Herr Thomas, herzlichen Dank für das Ihren freut Vortrag mich sehr. Heute. Vielen Dank auch Ihnen allen, dass Sie dabei waren und mitgemacht haben.